Sind die Astronauten der Apollo-Mission tatsächlich auf dem Mond gelandet? Das ist die Kernfrage einer der größten Verschwörungstheorien aller Zeiten. Ich stand ungefähr 2,5 Stunden vor der Kamera. Und zum Schluss hüpfte ich ein bisschen herum, um verschiedene Bewegungsabläufe zu demonstrieren. Der Raumanzug schränkte meine Bewegungsfreiheit ein. Und deshalb sieht alles aus wie in Zeitlupe. Die Verschwörungstheoretiker behaupten, dass dieser Film in einem Studio gedreht und mit halber Geschwindigkeit ausgestrahlt wurde. Lässt man ihn schneller ablaufen, scheinen sich die Astronauten wie auf der Erde zu bewegen. Die Verschwörungstheoretiker behaupten, dass dieser Film in einem Studio gedreht und mit halber Geschwindigkeit ausgestrahlt wurde.